Und da bin ich wieder. Achso, ja, und ich habe noch so ein komisches Kürzel da angefügt. Brrr. Das sieht dann später so aus. Brrr. Das ist, damit die Folgenwidgets sortiert werden, das macht dann für mich das Hochladen einfacher. Für die, die versuchen wollen, das hier zu verstehen und sich dabei aufgehangen haben. So. Ist ja auch egal. Ist ja hier Let's Play und keine Programmiererklärung. They are ich rage dich brutal, gleich. Ja, brutal auch. Nein, ohne Mercy. Nein, werde ich nicht. Alter, schön sagt er. Oh, Alter, der Song ist so geil. Ah, Treppe. Oh. Das erinnert mich gerade tierisch an. Ja, doch, am letzten Level von Episode 4 von Ultimate Doom. Weil also, Ultimate Doom ist ja die Erweiterung von Doom. Die vierte Episode und da das letzte Level, wo man am Ende dann gegen Spider-Mastermind kämpft. Da hatte man auch am Anfang so eine Treppe. Allerdings war da nie eine Tür. Aber trotzdem erinnert mich so das gesamte Setting ein bisschen daran. Ein bisschen. Die haben wir bereits. Ansonsten ist für nichts. Wie viele Secrets gibt's? 6. Lego Mio. Gut, okay. Aha. Übrigens kam jetzt mittlerweile raus, hat Herr Sergej Mark, also der Typ von Brudelum, hat jetzt verlauten lassen, dass er sowohl die finale Version von Brudelum 21 als auch die finale Version von Extermination Day beide zusammen als ein Bündel praktisch wahrscheinlich, also zumindest zeitmäßig als ein Bündel, Anfang des nächsten Jahres, also Anfang 2019, rausbringen möchte. Also, wow. Ist nicht mehr so lange hin. Ob er das halten wird, werden wir sehen, aber zumindest erstmal cool. Und es gibt mittlerweile auch mächtig Fortschritt bei der nächsten finalen Version von Project Brutality, Version 3. Da soll jetzt wohl auch irgendwann große Fortschritte öffentlich, publik gemacht werden. Mann, ich hasse, wenn ich hier nichts sehe. Sind hier noch mehr? Ah, das ist bloß eine blaue, rote Paste. Gut. Haha. Ausgetrickst. Bitch. Ups. Da. Ja, ich hoffe, dass das mit der Kamera funktioniert. Ich habe erstmal so mein Leben so erstmal aufgenommen. Also ich habe ja auch ein bisschen, ich arbeite auch nebenbei noch mit dem Rechner, ne? Habe ich das einfach mal komplett aufgenommen, einfach so als Testaufnahme quasi, als extra lange. Oh, wow. Aha. Schade. Da hat erstmal funktioniert, sowohl mit der Synchronität als auch mit allem anderen. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass die Aufnahmen funktionieren. Oh Gott, Alter. So, von hier kommen wir. Nee. Ach hier. Da war ja noch eine Tür. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter.
Oh my goodness, ich glaube, die wollen Böses. Oh my goodness. Ach so, ja, und dafür, dass die Kamera so verwischen, also unscharf ist, dafür kann ich nichts. Normalerweise stabilisiert sie sich eigentlich selber, tut sie aber nicht. Ich habe aber auch keine Möglichkeit, sie extern, also mit der Software, zu stabilisieren. Quatsch, wieso stabilisieren? Scharf zu stellen, von daher ist es halt einfach so. Vielleicht stellt sich ja doch noch irgendwann mal scharf, vielleicht ist sie mittlerweile auch schon scharf geschalten, scharf gestellt. Was rede ich hier für Müll? Deine Schuld. Ich kann mir einfach durch ihn durchschießen. Der ist schon so tot. Der Körper ist bloß noch eine Illusion. Oh mein goodness. Oh nein. Oh fuck, Alter. Diese Shotgunner. Die geben mir sowas von auf die Eier. Ach, fuck. Komm her. Oh my goodness. Hier wird scharf geschossen. Na komm, 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 komm. Dankeschön. So, jetzt komme ich mal da oben auf. Na komm, ich hab doch gerade gesehen. Geht doch. Aber ich höre noch mehr. Oh my goodness, das ist aufregend. Okay. Ach Mann. Boah, Alter. Wo rennst du denn hin? Kein Respekt mehr hier. Oh, Halleluja. Wow! Es sieht ultra clean aus, das Design von der Map. Aber es wird trotzdem cool. So von der Verwicklung und so. Hier kann man extrem gut taktisch spielen. Hier haben wir eine geile Deathmatch. Deathmatch Map. Goddammit! So, ich gehe jetzt mal doch erstmal in die andere Tür da rein. Bevor wir uns zu weit entfernen. Wow, hier ist ja gar nichts. Sagte er und starb. Na komm. Das ist ein Secret. Interessant. Die Frage ist, wie kommen wir rein? Wahrscheinlich genau gar nicht. Na gut, da oben ist ja noch ein Weg. Vielleicht kommen wir da rüber hinten irgendwie rum. Gut, okay. Also, Tür war schon mal. Falsche Richtung. Da geht's hin. Da geht's. Komm, jetzt mach eine. Jawohl. Und einmal. Dankeschön. Perfekt. So. Hier. Gut. Dann. Hier waren wir schon. Ach so, das ist der Bereich hier. Der ist ja Bullshit. Wo? Wow. Hat die mich gerade Schaden gemacht, weil er explodiert ist? Da, so. Was? Goddammit. Da ist was, was ich aber noch nicht gebrauchen kann. Denn die geht irgendwo weiter. Warum gibt es keine Rüstung? Also hier, diesen ABC-Anzug. Da, genau das da. Komm her, komm da, komm da! Kommt da beide her! Bitches. Kein Mumm, ja? Erst den Maul aufreißen und dann. Alter, sind überall diese Cutlos Souls. Arschloch.
Oh mein Gott, ne! Fuck! Oh Mann, Alter! Wow, 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 wow. Komm her, ich hab dich genau. Was? Ich hab keine. Ich hab doch keine Super Shotgun. Bullshit. Oh. Oh, nice. Okay, also wir haben da eine Rüstung und wir haben weiter unten eine Rüstung. Wir haben also schon mal ein bisschen Vorrat, was es angeht. Können wir uns ja vielleicht doch mal bald um die Secret hinten kümmern. Aber erstmal will ich noch ein bisschen aufräumen. Ah, guck mal, von. Achso, wir brauchen hier sowieso eine. Obwohl, vielleicht komme ich da auch so ran. Na komm her! Oh! Ach komm jetzt, fuck off. So, ich versuche mal da hinten drüber zu jumpen. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich sterben werde. Kein Secret, schade eigentlich. Oh, ich hab sowas von gewusst. Ich hab sowas von gewusst. Ich krieg immer Schaden hier. Verfluchte Scheiße. Boah. Hard Rock. Warte, ich werde erstmal hier ein Stückchen Kaffee trinken. Oh ja, schon geht's besser. Mhm, keine Falle, okay. Kleine Räume, wo damit etwas ist, machen mich immer ein. Präventiv verrückt! So, das ist ja wirklich extrem verwinkelt, ey. Gefällt mir echt. Macht echt Fun, hier die Map zu erkundigen. Ich hoffe zwar, dass wir uns nicht verlaufen werden. Wir haben schon ungefähr ein Viertel aller Gegner besiegt. Das heißt also, die Map ist ungefähr doppelt so verzweigt. Aha. Okay. Wow. Gut, aber hier gibt es keine Secrets. Mal kommen. Ach, schau mal, einer an. Da hinten kommt man sehr nah an das andere Secret ran. Das heißt also. Wow. So, was war der Schalter überhaupt? Was hat der gemacht? Der ist irgendwas geöffnet oder so? Da waren wir. Hier kommen wir her. Ah, ah! So. Nee, ist falscher Raum. Wow, fuck! Hä? Meine Waffe hat gar nicht geladen. Wow. Zeig dich, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht.
Hä? Ach, der schießt durch eine Fake Wall. Boah, Alter, ist das mies. Seht ihr da? Das ist eigentlich eine Wand. Aber der Kakodemon kann da durchschießen, weil die Wand ist auch wieder eine Fake Wall. Heißt also, man sieht die Wand zwar, existiert aber gar nicht wirklich. Ist das unfair, Alter. Boah, das wird wahrscheinlich doch etwas schöner als ich dachte. Um es jetzt mal so auszudrücken. Da hinten. Gut, vielleicht kriege ich sie durch auch erwischt. Ja, einer ist schon weg. Komm, da kriege ich auch noch. Komm, wo schießt du? Hä? Habe ich jetzt doch schon mal erwischt? Ah, nicht bei dir. Jawohl. Feierabend, finito. Alter Schwede, ey, ist das mies. So, wo geht's hier hin? Oh, hier waren wir bereits. Oder? Nee. Ah, okay. Das war der Aussichtsposten, von dem ich. Wir sind da unten lang gelaufen. Oh. Ach ja. Ja, haben wir schon. Na, das hier gut zu raten war nicht leicht, so laut wie das Geräusch war. Was ist das? Ah, ha! Klar, grün! Ding! Das ist hier, Achtung! Behaltet diese Zahl im Auge. Sie wird wichtig sein. Geronimo! Jetzt haben wir ein extra Leben. Jetzt können wir wieder sterben. Wow! Hoffentlich verschwindet das extra Leben nicht wieder so schnell wie letztes Mal. Oh! Da ist der rote Gulp. Kommen wir da hin? Ja, durch die blaue Tür, die wir geöffnet haben. Okay. Na komm. Alter, aber ganz ehrlich, die Musik, die passt einfach. Also erstens war die Musik sowieso geil. Vor allem, die passt auch so perfekt zum Level. Einfach dieses Überlangschleifen, also. Ist einfach so. Boah. Ist das genial. Ich muss noch mal gucken, wer diese Map erstellt hat und ob der noch mehr Maps rausgebracht hat. Wenn nicht sogar Map Packs. Das ist einfach so fucking geil. So, jetzt haben wir hier. Ah ne, da müssen wir noch. Wir haben noch diesen roten Skull. Den kriegen wir erst noch irgendwo. Die Frage war wo? Da hinten, da müssen wir hin. Da war der rote Skull. Okay, geht nicht automatisch runter. Der geht ja gar nicht runter. Wow, wie kommen wir denn hier? Oh mein Gott. Ach du Scheiße! Und ich sag noch, vielleicht behalten wir unser Leben diesmal ein bisschen länger. Na komm her! Wow, der lebt noch! Warte! Oh mein Gott, es sind zu viele! Komm, jetzt mal du hier weg! Boah. Gut, da ist noch einer. Boah, Alter, ich höre ihn doch. Komm da raus, du. Ach du Scheiße. Komm da raus, du. So. Oh Mann, Alter. Gut. Bin ich jetzt behindert? Ah, okay, okay, ja. Wenn ich richtig gucke, wir standen da. Das heißt also, der rote Skulp muss irgendwo hier sein.
Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Weil hier sind wir runter. Das Ding kann man aber nicht wieder hochfahren. Zumindest konnten wir unter das nicht hochfahren. Ich guck mal ganz kurz. Alter, dieser Scheiß. Danke, Schott, da ist einer. Nee, geht nicht, geht nicht. Komm jetzt echt an die erledige Idee. Das ist ja hier. Kriegst du ja Paranoia. Nein! Arschloch. Dreckiger Bitch. Mutter. Kanacke. Oh! Du Hure! Hallo, Herzgott. Ist das so wie früher? Ah, nee, hier kriegt man Schaden. Ich weiß gar nicht mehr wo. Das war, glaube ich, bei Extermination. Oh, Scheiße. Das war, glaube ich, bei Extermination Day. Da war ja auch so eine Bühne, die dann runtergefahren ist. Wow! Junge! Ach, schreib mich nicht so. Da war ja auch so eine Bühne, die runtergefahren ist oder hochgefahren ist, glaube ich. Ja, doch, die ist hochgefahren. Und wenn man da aber in der Säure stand, aus der die Bühne ja hochgefahren ist, da hat man keinen Schaden bekommen. War also wirklich ein Bug. Ich dachte schon, das war Engine-bedingt. Hä? Hallo? Ah, lol. Waren wir hier schon? Nein. Nein, die waren wir noch nicht. Wow! Holla, die Waldfee! Arschloch! Alter! Renn ich erstmal direkt drauf zu? Oh! A funny weapon. Also so viele Wege. Schon wieder Teleporter. Oh. Was? Oh. Ha. Ey, die arbeitet wirklich mit den Fake Walls. Ist ja nice. Also sieht ihr hier, genau das meinte ich. Hier, man sieht gar nichts. Und wenn man da aber durchläuft, läuft man einfach durch die Mauer durch. Bam. Wow. Ein paar Raketen. Das ist auch schon voll. Ich finde es schade, leider gibt es das HXRTC HUD. Also, das mit den ganzen Anzeigelementen unten. Leider nicht für Doom for Doom. Oder allgemein für alle Mods. Einfach. Weil es ist einfach so übersichtlich und geil. Und man sieht ja hier, um jetzt zu sehen, welche Waffe wie viel Munition hat, muss ich die Waffe echt auswählen, um zu sehen, aha, meine Bazooka, würde ich gerade sagen. Mein Rocket Launcher ist bereits voll. Das ist immer so nervend, so unnötig. Da finde ich das, was HXRTC halt hat, viel übersichtlicher. Da wird alles gleich dargestellt, gleichzeitig, schon übersichtlich, schon Balken von grün bis rot, mit Achtung, immer wieder aufladen. Also Nachschub besorgen. Ja, das ist easy. So, waren die auch irgendwelche Fake Walls? Nein. Oh. Wo bin ich jetzt gelandet? Aha, jetzt sind wir irgendwo drinne. Ah, jetzt wollte ich hinsetzen hier. Wir haben noch keine komische Suit an. Ich hoffe, wir... Nee, doch nicht. Okay. Aber dann kommen wir wieder raus. Hä? Achso. Über den gleichen Weg. That makes sense. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Auch wenn der Raum hier von der Textur her ultra nach starken Gegnern aussieht. Ich meine diese Totenköpfe. Das sagt alles. Wir kommen hier gar nicht. Hä, wir können hier gar nichts machen. Oh, doch. Oh my goodness, oh my goodness. Leck mich doch mal, fuck. Na komm. Rüstung. Wow. Okay, hier ist ein Teleporter und wir haben Rüstung. Hoffentlich kommen wir hier mit zur Rüstung hin. Nee, das wäre Cheaten. Oh nein, kommen wir natürlich nicht. Wo kommen wir hier? Oh. Was war das? Wir haben gerade irgendwas aktiviert, aber ich habe keine Ahnung, was genau.
Ah! Was war das? Das war, glaube ich, dieses Quad-Damage. Also doppelte Angriffsstärke und so weiter und so fort. Ihr wisst das Scheiße! Mein Gott! Nee, ist Unverwundbarkeit. Wow, bringt mir gar nichts. Aktuell. Gerade. Ach, leck mich. Da ist noch ein... Achso, ja, das war das Secret, wo wir bereits drin waren. Das hier. Okay, die Frage ist jetzt... Achso, so kommen wir hier raus. Okay. Die Frage ist nämlich, wie kommen wir da jetzt an unser... Daran. Nein, noch einmal nur. Ich wollte das nicht. Ach, leck mich doch. Du Hure. Ha. Also laut dem Symbol ist da irgendwie ein Teleporter. Die Frage ist, wie kommen wir zu dem Teleporter hin? Der Teleporter bringt uns auf jeden Fall weg. Nee. Und jetzt. Genau, der bringt uns auf jeden Fall. Nee. Ach, da oben ist noch ein Teleporter. Ah, okay. Boah, wie kommen wir da hin? Alter, so viele Alter, boah, die Map ist so irre! Alter, wir werden bei der Map definitiv nicht alle Secrets finden, das ist jetzt schon. Das ist ja hier, wo sind wir denn hier? Also, der Teleporter, warte mal kurz. Der geht, glaube ich, nach da. Mit dem wurden wir hierhin teleportiert. Hier war die blaue Tür, das ist kein Teleporter. Ja, und mehr Teleporter gibt es gar nicht. Also, haben wir sowieso noch nicht entdeckt. Gut, das Secret haben wir. Das Secret haben wir auch. Zu dem Secret müssen wir noch. Das Secret haben wir auch. Das Secret müssen wir auch noch. Und da kommen wir wahrscheinlich hier irgendwie hin, also durch die Treppe. Das denke ich jetzt einfach mal. Ich werde mich also erstmal um das Secret hier unten kümmern. Das heißt also, wir müssen nach da und dann in die Richtung. Ach so, das ist das hier. Wow, ach so. Dann müssen wir nach da oben. Warte mal ganz kurz. Ich habe gerade keinen Plan, wo wir überhaupt hin müssen. Ah, ja stimmt ja, hier waren wir noch gar nicht. Ah. Wow. Wow. Dachte gerade schon, das ist eine Falle. Es ist eine Falle! Ihr Hurensöhne! Und ich habe genau die falsche ausgewählt. Habe ich die Waffe schon? Nein, habe ich noch nicht. Ich hab verkackt. Mein ganzes Leben ist vorbei. Ich hab so verschissen. Kommen wir doch nochmal ran. Ach, der geht nicht. Fuck. Gut, genau. Dann haben wir das Ding aufgenommen. Also, der Secret eingenommen, ohne das Ding aufzunehmen. So, gehen wir nochmal zu allen anderen Orten. Also, gut, das haben wir jetzt. Hier ging es hier lang. Nein, falscher Abzweck. Da müssen wir lang. So, jetzt muss man die richtige sammeln. Weil eben die da haben wir ja schon. Das ist. Hä? Ist ja keine Plasma. Das ist ja. Ja, das ist die hier. Die hier ist das. Gut, was wir brauchen, ist aber die andere. Jawohl. Yeah, jetzt haben wir endlich mal eine richtige Plasma-Waffe. Alter, das ist unfair, ey. Ich meine, dass man sich entscheiden muss zwischen der und der ist ja das eine, aber dass man das am Anfang gar nicht weiß. Dass es nur entweder oder gibt.
Okay, sind wir hier hoch, du Kacke. Oben drauf. Haben wir hier alles eingesammelt? Ja. Ah! Okay. So ist das gedenkt. Alter, lecko mio. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Okay. Oh, da war noch Munition. Okay, sind wir sowieso voll. Na gut. Egal, Munition zurücklassen ist nie eine gute Sache. Wow, das war schlecht. Nein, wir kommen nicht mehr rein. Oh, doch, kommen wir. Alter. Herzschlag, also von über 1000 oder so. Schon wieder so kack verwinkelt hier. Da ist eine Tür, waren wir? Ach nee, da waren wir noch nicht. Okay. Oha. Achso, ist alles das gleiche. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal runter. Wow. Ich hasse, wenn man Gegner hört, aber nicht weiß, wo sie sind. Ja! Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir schon so viele umgebracht haben. Nice! Dann dürften wir ja schon bald durch jemand durch sein. Was war das? Ne, das war hier hinten irgendwas. Ah! Und jetzt? Ah, okay, da kommt man wieder hoch. Müssen wir das? Wollen wir das? Nee, da oben müssen wir nicht mehr. Nee, da haben wir alles. Doch, da haben wir alles. Dann voran. Achso, jetzt ist Exit. Achso, okay, na gut, dann müssen wir da doch lang. Wollen wir auch noch nicht alle Secrets? Oder? Nee, uns fehlen noch drei. Von der Sauerei. Na komm, geh hoch. Wir wissen also auch zum Beispiel immer noch nicht, wie wir zu dem... Oh Gott, wo sind wir jetzt überhaupt? Da müssen wir hin, genau. Bam. Wie wir da reinkommen. Ach so, ja, okay, hier waren wir auch schon. Da kommt man rein. Die Frage ist, wie kommt man da hin, um da dann reinzukommen? Ah, okay, ja klar, das war der Raum, wo wir auch unsere Waffen, wo wir da gerade die Plasma hergeholt haben. Nein! Wow, nein! Arschloch. Gut, hier muss es irgendwo einen Geheimweg geben. Oder auch nicht. Da rein. Von der Seite kommt man nicht rein, von der gegenüberliegenden Seite kommt man. Hä? Ich habe mich gerade in die Wand gesteckt. Wie ging das denn? Wow. Keine Ahnung. Jetzt schon wieder. LOL.
ist denn das? Wie kann ich mich denn in die Wand stecken? Ich meine, gut, das ist sowieso kein brauchbares Feature, sondern eher ein Bug. Aber ich müsste echt wieder reinkommen. Das Problem ist, man könnte jetzt sagen, gut, lassen wir das Ding einfach aus, nur wenn wir das Ding auslassen, können wir alle auslassen, weil da können wir immer noch keine volle Punktzahl, also keine Punktzahl für alle Tickets gefunden. Von daher würde ich doch schon gerne wieder reinkommen. Andererseits, komm, fuck off, wir haben so viele Punkte. Hallo? Dankeschön. Ich gehe jetzt einfach ins Secret, ins Exit, ins Exil sozusagen. Wo war das überhaupt nochmal? Das war da hinten? Nein, das war der andere Bildschirm. Dann müssen wir da lang, da lang, da lang und dann... Achso, wow. Da lang und dann... Wow. Da lang und dann... Wow. So, hier geht's lang, genau. Nein, 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 keinen Schaden bekommen. Wir haben ihn immer so ungern. Gut. Alter Schwede, das ist ja mal wieder hier eine Map gewesen, hier, Alter. Ist ja hier. Hier ist gar keine Musik mehr. Gut, kann man auch mal leben. Aber die Musik, die war echt geil. Also. Nice. Von daher würde ich mal sagen, schau mit.